Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal und ich bin so glücklich. Heute beginnt die Totti Preseason, die Versus und Fire Ice Karten. Das Event Versus Event geht heute endlich aus den Packs. Bevor wir starten, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ihr habt es wahrscheinlich schon mittlerweile überall auf jeder Plattform mitbekommen. Wir haben das komplette Team of the Year geleakt bekommen und darauf wollen wir jetzt auch einmal eingehen. Ich werde es euch einmal direkt am Anfang, würde ich sagen, vorstellen. Einmal kurz drüber quatschen und zwar haben wir im Tor Alisson. Rechts haben wir Frimpong und ich glaube, das hatten wirklich wenige Leute erwartet. Die meisten waren ja sicher, ADA wird auf jeden Fall Trent reinhauen, aber wir haben Frimpong und wir haben eigentlich relativ sicher, ihr seht ja auch den Linksverteidiger mit Theo Hernandez, zwei Außenverteidiger mit 99 Tempo. Das wird sehr verrückt. Ich muss sagen, jetzt nur abgesehen auf FIFA freue ich mich auf den Frimpong sowieso mehr als auf einen Trent. Dann haben wir Ruben Dias und Van Dijk. Das finde ich ehrlich gesagt jetzt auf Leistung bezogen. Ruben Dias finde ich in Ordnung, ist gut. Aber Virgil van Dijk, fünfter Platz geworden mit Liverpool letzte Saison. Da gab es rein bezogen auf die Leistung in Real Life einen Stones, der deutlich mehr verdient hätte. Aber auch ein Kim Min-jae, meiner Meinung nach, der es auf jeden Fall mehr verdient hätte als ein Van Dijk. Aber okay, so sieht die Verteidigung aus, relativ klar, außer Frimpong. Dann haben wir das Mittelfeld und das finde ich ist perfekt geworden. Ich habe mir einen Rodri unbedingt reingewünscht, den bekommen wir. Und ein Bellingham und De Bruyne gehören sowieso dazu. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Klar hätte man noch einen Bernardo Silva nehmen können. Ødegaard war auch klasse, aber De Bruyne hat einen Triple gewonnen. Bellingham und Rodri natürlich auch. Bellingham hat alles zerrissen, so. Was wollen wir groß drüber diskutieren? Dann haben wir Mbappé, Haaland und Messi. Und ich glaube, über Messi muss ich nichts sagen, Freunde. Ne? Die Welt geht gerade unter, dass Messi ins Team of the Year gekommen ist. Ich bin der größte Messi-Fan. Also Leute, die mich aktiv verfolgen und länger verfolgen, wissen, Messi ist für mich so der beste Spieler aller Zeiten. Und trotzdem, ja, hätte Salah, Harry Kane, da gab es andere Spieler, Vinicius wurde oft gewählt, die eher reinkommen hätten sollen. Aber ja, so ist das Team of the Year, Freunde. Ändern können wir es nicht mehr. Ich finde es so FIFA-bezogen jetzt, so wenn ich das Team sehe, sind coole Spieler auf jeden Fall dabei. Wir haben eine kleine Zusammenfassung vom Pexi. Grüße gehen raus, Bro. Er hat geschrieben, 6 Mal Premier League haben wir drin. Einmal Ligue 1, einmal La Liga, einmal Serie A, Bundesliga, MLS und Saudi. Saudi nicht ganz. Saudi geht ja halt davon aus, hat er geschrieben, dass 12. Mann ECR7 wird. Und ja, Freunde, da stehen ja ein paar Spieler jetzt als 12. Mann an. Ich bin gespannt, also wer es überhaupt sein wird. Sei es ein Salah, Vinicius, Ronaldo halt, wer da alles reinkommt oder in Frage kommt. Aber Ronaldo wird meiner Meinung nach auch bestimmt zum 12. Mann dann gewählt werden. Dann haben wir wieder beide Goats im Team of the Year drin. Und für die Upgrade-Packs wird wahrscheinlich die Premier League am interessantesten. Vergesst nicht, es kommen ja noch die kompletten Frauen rein. Die Upgrades sind ja dieses Jahr gemischt mit den Frauen. Also ihr könnt Frauen Totties drin haben in der Liga. Also macht ihr beispielsweise Premier League Upgrade, habt ihr Premier League Goldspieler. Aber auch die ganzen Frauen in den Packs. Und Standpunkt jetzt lohnen sich die Premier League Upgrades am meisten. Aber vergesst nicht, wir haben einmal La Liga von den Männern, sage ich mal, drin im Männerbereich mit Bellingham. Und es kommen noch Putellas, die auf jeden Fall wahrscheinlich reinkommen wird. Aitana Bonmati wird reinkommen, Hansen wird reinkommen. Und da wird das Totti auf jeden Fall nochmal aufwerten in den La Liga-Bereich mit den Upgrade-Packs. Das auf jeden Fall kurz dazu. Welche Upgrade-Packs sich dann am meisten lohnen, müssen wir abwarten, weil es kommen ja auch noch die Totti-Mansions rein. Wenn wir da nochmal 3, 4 Premier League-Karten reinbekommen, dann haben wir in der 11, 12 Premier League-Tottis, die wir ziehen können. Dann sollten wir Premier League-Upgrades natürlich machen. Aber okay, warten wir da erstmal ab, Freunde. Das auf jeden Fall kurz zum Totti. Dann seht ihr eine kleine Übersicht, was alles ansteht. Wir bekommen 24 Totti-Karten insgesamt. Dann bekommen wir Totti-Icons. Die ganzen Totti-Icons, die wir bekommen werden. Standpunkt jetzt. Es kann natürlich noch mehr geleakt werden. Haben wir auch einmal hier, oder habe ich auch einmal eine kleine Übersicht hier für euch parat. Das sind die Totti-Icons, die wir bekommen werden. Denkt dran, das ist so krass. Das Team of the Year, was ich euch eben gezeigt habe. Nebenbei kann man R9 packen. Mia Hemd packen. Best, Sava, Matthäus, Xavi, Philipp Lahm, Ferdinand, Vieira, Peter Schesch, Ribery und Essien. Ich hoffe, wir bekommen auch noch Totti Icon SBCs. Vielleicht kommt ja auch eine davon als SBC raus. Vielleicht kann ankommen Ferdinand oder ich weiß nicht, ein Sava oder so als SBC noch raus. Ich weiß jetzt nicht, ob sie alle genau in die Packs kommen. Aber ja, das haben wir auf jeden Fall auch als Totti Icons, die geleakt alle sind. Also es wird sehr, sehr verrückt. Dann bekommen wir einmal Zico und Cafu als Icon SBC. Kann man dann während der Totti-Zeit craften. Sind zwei starke SBCs, muss man auf jeden Fall sagen. Dann hat William sein Upgrade bekommen, der sieht
geisteskrank aus. Guckt euch das mal an. Der sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Ist aber auch, glaube ich, bei 1 Million knapp gestern Abend gewesen. Vielleicht hat er mittlerweile auch schon die Mio-Grenze überschritten. Dann bekommen wir noch Terry Ori. Der wurde heute aufgelegt als SBC. Leider, oder ich wünsche mir, dass wir, also ist cool, Terry Ori, würde ich mir persönlich aber jetzt nicht mehr mitnehmen. Klar, ist er immer noch teuer, immer noch super, kann man immer noch zocken. Ich würde mir da eher, glaube ich, zur Totti-Zeit eine Totti-Flashback-SBC mitnehmen, die wir dann sowieso bekommen werden. Wenn sie Preis-Leistung und ganz cool ist, würde ich mir sowas eher mitnehmen. Oder wenn wir Totti-Icon-SBCs kommen, dann würde ich mir auch sowas eher dann mitnehmen. Aber ja, Terry Ori kommt, das auf jeden Fall auch kurz dazu. Man hat auf jeden Fall, wie wir hier sehen können, egal in welche Richtung, Verteidiger, Angriff, Mittelfeld, was zum Grinden zur Totti-Zeit mit den ganzen Packs. Dann bekommen wir neue Food Champion Rewards. Das wurde heute auch mehr oder weniger angekündigt. Und da bin ich gespannt, wir bekommen jetzt zur Totti-Zeit, wahrscheinlich schon bis Freitag jetzt, neue Rewards. Und wenn ihr mich fragt, was ich mir persönlich wünsche, ihr könnt auch gerne mal euren Wunsch reinschreiben. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Rewards müssen auf jeden Fall verbessert werden. Apropos, ich habe gestern 16-3 geholt. Also 16 Wins habe ich fit gemacht noch. Ich habe mit 0-1 reingestartet, Freunde. Deswegen believed in euch. Ich würde mir wünschen, dass wir zum Beispiel, ich bin jetzt bei den 16 Siegen, dass wir zum Beispiel allgemein, nicht nur bei 16 Siegen, aber allgemein nicht mehr 84 plus Picks bekommen, sondern 85 plus Picks. Ich glaube, die Zeit von FIFA ist in Ordnung. Also man kann auf jeden Fall mittlerweile mit 85 plus Picks gehen. Die Zeit von FIFA, wie gesagt, lässt es auf jeden Fall zu, ein Rating jetzt höher zu gehen und da vielleicht eins von 4 85 plus Picks zu gönnen. Ab, keine Ahnung, 14 Siege und von mir aus bis 11 Siege dann 1 von 3 85 plus Picks. Also ich hoffe, die Picks werden auf jeden Fall verbessert, dass man dein Rating Minimum hochgeht. Dann 85 mal 3 finde ich eigentlich stabil. Kann man auch von mir aus ein 86 mal 3 rausmachen und hier ein 86 mal 2. Wäre auch okay und wäre auch nicht zu OP, finde ich, für 16 Siege. Und die müssen weg oder nicht weg, aber verbessert werden. Keine Ahnung. Gib mir da andere Karten in diesen Kampagnen-Dings und ich habe 2 Stück davon. Die werden wir jetzt auch öffnen. Die brauche ich ja nicht unbedingt zum Totti aufsparen. Und ich zeige euch, warum die weg müssen. Ich hoffe, es ist jetzt Vorführeffekt und ich habe absolut Packluck. Aber höchstwahrscheinlich wird da jetzt nichts bei rumkommen. Und deswegen, ich zeige euch mal. Guck mal, ich habe den Stickdrift, Freunde. Und schaut mal, was mir gestern Abend passiert ist. Also Stickdrift bedeutet, dass euer Controller immer einen nach links geht, wenn er Bock drauf hat. Und schaut mal, was gestern passiert ist. Ich mache hier die täglichen Upgrade-SBCs, will so ein Müllpack öffnen. Warte, ich zeig's euch hier. Hier. Ich will so ein Müllpack öffnen, das war so ein 11-Gold-Profi-Pack. Er geht einer links und ich drücke X, 86x3 geöffnet. Und dann hatte ich im 86x3 noch 3 86er drin. Und habe ein gutes Pack einfach weggeworfen, was ich zur Totti-Zeit gerne geöffnet hätte. Wegen dem Stickdrift, deswegen muss ich hier aufpassen. Komm, wir gehen rein ins erste Pack. Ich hoffe richtig, diese Trailblazers, was drin ist, oder Dreifachgefahr, dass die rausgehen und dass da andere Events reinkommen. Oder man geht halt von 84 auf jeden Fall hoch auf Minimum 87 plus. Und nicht 84 plus Kampagnen-Pick. Ja, Tierney liegt auch bei, ich würde 10k, 11k, 12k, oder? Ja, nicht ganz. Okay, so ein 17er vielleicht. Ist in Ordnung noch. Aber ist halt auch nicht so die Welt und ja, diese Kampagnen-Mix sollten ein wenig geupgradet werden. Ich weiß nicht, ob ihr meiner Meinung seid. Gerne mal reinschreiben. Wir können nochmal das zweite jetzt gerne öffnen. So, Kampagnen-Mix Nummer 2. Was bekommen wir? Wir bekommen Stürmer Irland. Das ist, glaube ich, die Frau, ne? Diese 84erin. Guckt euch an, das meine ich. Guckt euch an, das ist so ein gut. Ich bin so dankbar, die gezogen zu haben. Was soll ich damit? Ich kann sie ja nicht mal in der SBC packen, weil 84 ist kein Rating. Und deswegen meine ich, entweder man geht Minimum auf 86 oder 87er Rating hoch. Oder keine Ahnung, man lässt sich da was Neues einfallen. Macht es als Pick-Variante, 1 von 3. Und dann lasst das Pack so. Aber ich hoffe, die Rewards werden auf jeden Fall gut geändert, um auf den Punkt zu kommen. Dann haben wir Aubameyang, der den POTM gewonnen hat. 4 Tore, 4 Vorlagen. Ist, glaube ich, völlig verdient. Anstatt, dass man Mbappé hier den dritten POTM in Folge gibt. Finde ich es gut, dass Aubameyang den gewonnen hat. Dann bekommen wir heute die 83x5 Angreifer SBC. Werden wir aber gleich zusammen abchecken. Und um 19 Uhr uns das Ganze anschauen. Den ganzen Preseason-Stuff, den wir bekommen werden. Dann will ich einmal mit euch auf Footbin gehen. Kurz uns das Futter anschauen. Gestern kam mir kein Video. 83er steigen, sind schon bei 1,3. Wie gesagt, kann mir auch hier mit Minimum 1,6 bis 2000 vorstellen, dass die auf jeden Fall noch ansteigen werden bis zum Totti-Start. Danach, wenn das Totti beginnt, bei den ganzen Packs wird es auf jeden Fall wieder droppen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Die sollten wir auch dann die Woche auf jeden Fall verkaufen. 84er sind auch gut gestiegen, hatte ich euch bei 1,6 mitgegeben. Also, zusammengefasst,
die Investments sind aufgegangen. Wir können zufrieden sein. 87er sind natürlich wieder gedroppt, weil das hat ja nur durch den Hero Pick den Einfluss gehabt, dass die gestiegen sind. Sind von 15 wieder auf 13 runter. Könnte mir aber vorstellen, dass man, wenn man hier kurzfristig reingeht, die auch wieder etwas ansteigen. Kommt auf den Content an, den wir die Woche jetzt bekommen werden. Vielleicht kommt ja auch heute oder morgen guter Content für 87er und dann könnte das Futter auf jeden Fall nochmal da gut ansteigen. Ansonsten haben wir allgemein ein paar Investments, weil jetzt geht's richtig, also diese Woche werden Freitag viele schon ihre Packs öffnen. Kann euch aber bitte, egal ob Pay to Win, also ob ihr aufladen werdet oder ob ihr aufgesparte Packs habt, wenn ihr Freitag anfangt, Packs zu ziehen, seid ihr völlig lost. Freitag kommen 3 Totties rein. Mbappé, Haaland, Messi. Fertig. Nächste Woche Freitag kommen alle 11 Totties rein. Es kann auch sein, dass Freitag dann noch 3 Frauenangreifer reinkommen. Also hätten wir dann 6 Totties drin, okay. Aber nächste Woche Freitag haben wir 11 Totti-Männer drin, 11 Totti-Frauen, Totti-Mansions haben wir drin, also die Totti-nominierten Karten. Totti-Icons sind alle drin. Was noch, Freunde? Also was wollt ihr noch haben? Deswegen geht bitte erst Freitag in die Packs rein. Nächste Woche Freitag, da habt ihr die Chance, nicht 6 Totties zu packen, wie wahrscheinlich Freitag, sondern 24 Totties zu packen. Plus Icons und alles, was dazugehört. Deswegen spart auf jeden Fall eure Packs bis nächste Woche Freitag noch auf. Egal, ob ihr aufladen werdet oder nicht, die Chance einfach dreifach, vierfach, fünffach so hoch, dann eine Totti-Karte zu packen. Aber nichtsdestotrotz werden jetzt Freitag die ersten Leute anfangen, ihre Packs zu öffnen. Und auch nächste Woche mit der Zeit werden Leute dann an viele Coins kommen, weil sie ja erstens viele Packs ziehen werden und dann halt auch mehr Coins natürlich haben werden und werden sich die Metakarten leisten können. Und deswegen kann ich euch die Metakarten hier nur mitgeben. Das Frauen-Totti wurde ja noch nicht geleakt. Na, Hansen wird wahrscheinlich aber schon drin sein. Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier, sie ist ja gerade gut am Droppen, also die droppt. Die war eben noch bei 880 vor 2 Stunden, liegt bei 860. Dass wenn man hier einen guten Undercut bekommt, die Totti-Karte wird extrem teuer werden. Ich rechne mit 2, 3 Millionen Minimum mit der Totti-Karte, wenn nicht sogar teurer. Und dass man dann halt auf die Alternative zurückgreift und so eine Hansen Trailblazers dann auf jeden Fall wieder ansteigen könnte. Dasselbe halt oder das beste Investment, ich glaube, da sind wir uns eigentlich alle einig, ist Mbappé, die Goldkarte. Die Leute kommen endlich mal an viele Coins, können sich so ein Mbappé dann leisten. 1,4 Millionen kostet er. Er geht allgemein out of Packs für die Woche, wenn er dann ins Totti reinkommt. Dann nächste Woche, wenn alle Tottis reinkommen, geht er wieder eine Woche aus dem Packs raus. Und wenn viele ihn kaufen, kann ich mir hier auf jeden Fall 1,5, wenn nicht wieder 1,6 vorstellen. Und wenn ihr euch einen MVP kaufen wollt, probiert das auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen zu machen, bevor der immer teurer wird. Weil er gerade wirklich einen guten Preis hat, der ist ja auch nochmal ein Stück gedroppt. Und hier könnte ich mir auf jeden Fall danach einen guten Anstieg vorstellen. Das gilt allgemein für alle Metakarten, die irgendwie in irgendeine Richtung gedroppt sind, die beliebt sind. Ihr könnt unter beliebt gehen oder halt auch allgemein schauen hier unter FIFA 24 Spieler und dann schauen, welche Karte am meisten gespielt wurde, beispielsweise am beliebtesten ist. Ihr drückt hier einmal drauf, dann könnt ihr das nach Beliebtheitsgrad filtern und dann könnt ihr sehen, aber ich würde halt auch nach Preis filtern. Und dann könnt ihr, sage ich mal, sehen, wer die beliebtesten Karten in dem Spiel sind. Und hier würde ich mir halt die Karten, die kaufbar sind für euch, das kommt immer auf euren Coinstand an, vielleicht mal mitnehmen, wenn ihr seht, die sind gerade gut gedroppt, die könnten zur Totti-Zeit wieder steigen, weil viele ihn sich holen würden. Und da würde ich auf jeden Fall probieren, ein wenig zu investieren. Das sind halt so Karten, die gerade gut einbrechen durch den Leak. Die werden sich aber auch wieder fangen. Guck mal, er war heute Morgen noch bei 580.000. Ist jetzt bei 466, könnte sogar noch mal ein ganzes Stück droppen, kommt auf den Preis der Totti-Karte an, wenn sie erscheint. Die Totti-Karte sollte noch mal ein ganzes Stück besser werden, ein ganzes Stück teurer werden und ich kann mir auch hier, wenn er aber erstmal noch ein Stück droppt, einen guten Rebound am Ende vorstellen bei einem Frimpong. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal abwarten, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, warten wir aber erstmal jetzt auf 19 Uhr. Ich bin gespannt, was rauskommt, die Totti-Preseason startet. Vielleicht verrückte neue Shop-Packs. Irgendwelche krassen SBCs, die wir natürlich erstmal nicht öffnen werden, aber immerhin kommt da was, es tut sich was, es geht endlich los. Und dann würde ich sagen, warten wir eine Sekunde und dann gehen wir rein. Dann wollte ich euch nochmal was zeigen. Ich habe heute meine UV-Liste angefangen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Special-Karten geholt, die maximal 20.000 kosten und einigermaßen spielbar aussehen. Gute Liga, ein wenig beachtet. Ihr seht, das sind eigentlich immer die Top 5 Ligen dabei und dass sie halt, wie gesagt, ein wenig spielbar sind. Kakpo ist eigentlich gut spielbar, liegt bei 18.000, habe ich mir für 18 geholt. Leicht UV alle drauf getan, für 21 draufgestellt und ist nach einmal reinstellen weggegangen. Also alle, die ihr seht, habe ich nur einmal reingestellt, die haben sich alle nach einer Stunde verkauft. Auch ein Richarlison, der liegt, könnt ihr nachschauen, bei 19.000 habe ich einmal gekauft, reingestellt, 23.000 weg.
Was ihr machen könnt, wenn ihr diese Karten kauft, achtet vielleicht, dass sie vielleicht noch einen coolen Chemistry-Style haben. Ich erinnere mich, ich glaube, auf Charlison hatte ich mit Hawk gekauft. Klar, wenn ihr den jetzt mit Hunter bekommt, bekommt ihr den noch teurer weg. Oder ihr habt einfach extrem viele Chemistry-Styles im Verein, könnt ihr auch einen Chemistry-Style geben. Raum habe ich zum Beispiel mit Enka verkauft, Morata mit Hunter verkauft und ja, es läuft. Einmal reingestellt, 6 Verkäufe insgesamt, nicht 7. Hab mir dann noch ein paar Team of the Weeks geholt, die ich euch selber vor ein paar Tagen empfohlen habe, weil wir heute auch beispielsweise eine Wundertüte bekommen, wenn das Video, also ihr werdet das jetzt gleich auch sehen, es sollte heute eine Wundertüte kommen. Sollten da keine Team of the Weeks gefordert werden, behalte ich sie natürlich einfach weiter. Und ich habe mir ein paar 87er und 86er noch vor ein paar Tagen geholt. Einfach, wenn da was kommt, vielleicht, die Preise waren ganz attraktiv. Ich glaube, 87er für 12, 86er knapp für 8 glatt geholt und sind schon so ein bisschen gestiegen, will da aber noch warten. Und ansonsten schauen wir mal, was heute rauskommt. Aber wie gesagt, die UV-Liste mit den Special-Karten kann ich euch nur empfehlen. Die läuft auf jeden Fall. Hier seht ihr, ich habe noch ein paar Special-Karten. Die läuft auf jeden Fall sehr gut. Habe noch nicht komplett eingekauft. Ich habe vielleicht so 20 Karten knapp geholt und 6 Stück haben sich schon verkauft. Freunde, es knallt. Wir haben es 19 Uhr und ich muss ganz kurz Twitter schauen. Warte mal, ich bin sofort da. Ja. Okay, wir haben es 19 Uhr. Ich bin gespannt, wir gehen rein. Ich glaube, wir haben so eine Wundertüte bekommen. Das habe ich eben noch auf Twitter gelesen. Oh, das Design. Jetzt ist offiziell zu sehen. Ist so schön. Ich muss einen Screenshot machen. Ey. Guck mal, Stick Drift ist so krass. Guck mal, wie immer nach links geht. Das ist so schön. Aber beginnt in 2 Tagen. Bedeutet, bekommen wir auch die Icons und Totti-Nominierten direkt in 2 Tagen? Bin gespannt. Naja, ist ja auch erstmal nicht so wichtig. Mich interessiert, was heute rausgekommen ist. Aber boah, das Totti-Icon-Design ist, glaube ich, am besten, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ich finde es am krassesten, dieses weiß-blaue. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal im SBC-Bereich rein und schauen, was rausgekommen ist. Wir haben 87 plus radioaktiv, Ultimate Dynastie oder Team of the Group Stage Player Pick bekommen. 1 von 3, ausgenommen Heroes und Icons. Okay, da steht diesmal auch dabei. Und wir müssen nur eine SBC abgeben, vielleicht eine Team of the Week Karte, leider nicht, aber 86er Team, bedeutet mein 87er Modric könnte interessant werden und dahingegen auf jeden Fall ein Stück steigen. Einmal wiederholbar alle 2 Tage, nehmen wir gleich mit. Dann haben wir eine neue Tagesanmeldung, ganz wichtig, gucken wir uns gleich die Meilenstein-Packs dazu an. Oh, wir haben Theorie heute schon bekommen, Freunde. Wir haben ihn heute schon bekommen. Ich dachte, wir kriegen den erst zum Totti-Release. Finde ich cooler, weil zum Totti-Release will ich dann auch Totti-Icons haben. Und ja, 60 Tage bleibt der. Kann man sich locker craften. Den Preis schauen wir uns auch gleich einmal an. Haben wir ansonsten noch mehr bekommen? Ich muss mal kurz schauen, weil... Ah, wir haben das 83x5 bekommen. Das sehe ich hier auch direkt. Das mit dem Totti. Guck mal, das Totti-Design, wie clean, Freunde. Hol dir ein Pack mit 5 Stürmern, also Sturmprofis, mit 83 oder höher. Dreimal wiederholbar. Ein 87er. Oh, Modric. Ihr seht es nicht, meine Cam verdeckt ist, Freunde. Ein 87er. Modric to the moon oder was? Let's go. Ja, und halt insgesamt ein 84er Team. Werden dann viele halt mit 83er, ja, voll machen, sage ich mal. Ist aber in Ordnung, ey, jetzt ist krasser Content und Futter wird jetzt steigen. Habe ich euch mehr als genug mitgegeben. Ich habe gesagt, Dienstag geht es los. Und das auf jeden Fall kurz zum Content, was wir als SBCs bekommen haben. Dann wollen wir uns mal den Ziel, also im Zielbereich umschauen. Was bekommen wir denn daily für Packs? Totti Tagesspiel. Okay, wir kriegen täglich wieder Packs. Die kann man auch aufbewahren, auch cool. Und dann, ey, wo ist dieses Totti-Anmelde-Ding? Die Daily Logins, Freunde. Hier, Totti Tagesanmeldung. Okay, Meilensteine. Bedeutet, es wird länger bleiben, oder? Meilensteine. Ja, es wird 14 Tage bleiben. Okay, 2 Wochen. Einmal bekommen wir 80x2, 81x2, Stick Drift, stark. 82x2, 80x5, 83x2, Premium Goldspieler Pack, 83x3, 84x2, 84x5 und 85x3. Und am Ende gibt es noch ein 83x20 Pack in 2 Wochen dann. Das wäre der 30. Da sind noch alle Tottis drin, ist in Ordnung. Okay, auf jeden Fall jeden Tag einmal mitnehmen. Das ist echt starker Content, Freunde. Ich will mir hier auf jeden Fall einmal die Tagesanmeldung mitnehmen, eine Bronzekarte nur abgeben. Und zack, langsam komme ich ins Totti-Fieber. Und ganz wichtig, was ich sagen will, auch wenn ich es jeden Tag sage, nehmt bitte die tägliche Silber mit, tägliche Bronze und die tägliche Gold-Upgrade 3-mal. Macht es jeden Tag, da habt ihr nochmal ein paar mehr Goldspieler im Verein. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt eben rein, schließen die Pick-SBC ab und schauen mal. Okay, ich bin ready, Freunde. Wir schicken das ab und schauen mal, was wir drin haben werden. Ey, let's go, yay. Radioaktiv, Team of the Group Stage. Was werden wir ziehen? 3, 2, 1, ich gehe direkt rein, komm schon. Zeig mal her, wir bekommen... Oh, 90er Rating, also Futter. 3, ich sag mal, nicht so gute Spieler, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber 90er Futter nehme ich erstmal mit, ist in Ordnung. Ehrlich gesagt auch nichts Besonderes, Freunde, stark, GG. Ein Abonnent hatte mir nochmal von sich aus geschrieben, ob er das auch nochmal bei mir öffnen darf. Ja, deswegen
Let's go. Wir werden uns nochmal den Player Pick anschauen können. Und hoffentlich mehr als nur ein 90er Futterspieler. Komm schon, EA Sports, gönn. Mbappé, Team of the Group Stage. Einfach mal gönn. Einfach mal gönn. Wieder Hummels. Griezmann. Griezmann ist, glaube ich, stark. Ja, jetzt nicht so krass, aber. Also 83 Tempo nimmt irgendwie die Luft raus. Aber 400.000 Coins für Griezmann ist big. Das ist stark. GG's. Dann haben wir natürlich auch noch die Icon Evolution bekommen. 200.000 wie letztes Mal, als das geleakt wurde, angekündigt. Kostet das Ganze oder 1.000 FIFA Points. Und wir können ein paar Icons upgraden. Auch die hatte ich euch eigentlich schon im Leak-Video gezeigt. Wir können nochmal kurz grob drüber gehen. Ein Sokrates 89er könnt ihr jetzt auf eine 91 upgraden. Hat ein ganz gutes Upgrade bekommen. Denkt halt dran, ihr müsst halt erstmal, das Problem ist, 200.000 für die Evo bezahlen, aber auch erstmal ein Sokrates für 240.000 holen. Also ihr bezahlt 400.000 für diese Sokrates-Karte. Deswegen, wenn ihr den nicht irgendwie schon im Verein habt, dann würde ich es nicht machen. Ich würde es halt nur, irgendwas würde für mich halt nur in Frage kommen, wenn man das im Verein hat. Van Persie sieht aber echt stark aus, muss man sagen. 88er, wie viel kostet er? Den müsste man sich auch erstmal kaufen und dann in die Evo packen, 138. Geht sogar, ja, extinct, GG's. Also die Leute machen gut Coins, die da investiert haben. Netwert sieht nochmal ganz gut aus, hat halt auch 4,5, ne, das macht den halt nochmal umso interessanter. Auf der 10 sieht er ehrlich gut aus, krass, okay. Dann habe ich Shevchenko mit 94 schießen, aber ich will Ballack sehen. Ballack? Ja, guckt euch mal diese Ballack-Karte an, der sieht doch gut aus. 84 Tempo, 91 schießen, 88 Pass, 84 Dribbling und auch im defensiven Bereich sieht das ganz solide aus. Also Ballack gefällt mir, aber auch er würde halt für mich ehrlich gesagt nur in Frage kommen, wenn ich diese Karte hätte, weil den müsst ihr auch erstmal holen, 140.000 sagen wir mal, dann 200.000 für die Evo, seid ihr bei 340.000, der ist dann auch untrade. Ja, wie viel hat denn die SBC hier gekostet? Ja, auch ungefähr so viel, wie ihr dann zahlen werdet für den 89er. Okay, gerne mal reinschreiben. Werdet ihr irgendwas davon machen von der Icon Evolution? Da kommt es für euch gar nicht in Frage. Ein sehr gelungener Trading-Tag. Modric ist gestiegen auf teilweise 16.000 hoch und ich habe den für 12,5 geholt, also 12,75. Und Parejo, in dem Fall die 86er, sind gerade bei 10.000 Coins. Ich habe den irgendwie für 8, also knapp für 7,9, 8, 8,1 geholt. Und habe hier auch 2000 Coins circa Gewinn pro Karte. Auf jeden Fall stark. Ich hoffe, ihr habt auch investiert, Freunde. Es ist alles gut angezogen und es wird auch weiter anziehen. Das waren jetzt nur die ersten drei Angreifer-Packs, die gekommen sind. Es wird weitergehen mit Mittelfeld, mit Verteidiger. Dann kommen noch die 85x5 Angreifer, Verteidiger und Mittelfeld. Und die werden dann noch teurer werden, noch höheres Rating fordern. Deswegen, ich hoffe, ihr seid da reingegangen. Ich hoffe, ihr könnt ein wenig Coins vor dem Totti machen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut da rein. Und peace. By that rain from the morning, just so I could race, yeah. Straight baguette, choke on my neck, like a neck brace, yeah. The jewel in up on my last watch, but until my next thing, yeah.